Die immergrünen Gehölze sind die Spezialität dieser Baumschule in Ostfriesland. Die Stechpalme, botanisch Ilex, ist Ingo Stürenbergs Leidenschaft. Denn Ilex ist ein Multitalent und damit für jeden Garten geeignet. Ilex aquifolium Alaska ist extrem winterhart, extrem robust und widerstandsfähig und ist einer der großen Klassiker unter den Ilex aquifolium Sorten. Die gelbgrüne Variante zieht die meisten Blicke auf sich. Harry Potter Fans kennen ihr Holz von seinem Zauberstab. Je heller und je auffälliger die Panaschierung der Blätter ist, umso größer ist die Zauberkraft einer solchen Pflanze. Und alleine schon der Name, der botanische Name dieser Pflanze ist auch schon irgendwo Harry Potter-mäßig, ein bisschen magisch. Die Pflanze heißt Ilex aquifolium pyramidalis aurea marginata. Dass diese immergrüne Pflanze Haus und Hof vor bösen Geistern schützt, glaubten schon die Kelten und Germanen. Stechpalmen werden zu Ostern in der Kirche geweiht, denn für Christen symbolisiert das stachelige Laub die Dornenkrone Jesu. Die Beeren sind seine Blutstropfen. Grün und Rot sind die Weihnachtsfarben, denn lange bevor es Weihnachtsbäume gab, wurde mit Ilex geschmückt. Ilex steht für Hoffnung, ewiges Leben und Liebe. Das Holz der Stechpalmen ist sehr hart. Goethes Wanderstock zum Beispiel war daraus gemacht. Mit den robusten, belaubten Zweigen wurden früher sogar Schornsteine gereinigt. Ilex ist ein Alleskönner. Die wird oftmals verkannt als stacheliger Busch. Und dabei ist es einer der vielfältigsten immergrünen Laubbäume Europas. Und in Blattform, Farbe, Panaschierung ist das also absolut einmalig. Es gibt Ilex-Sorten mit harpunenförmigem Laub, welche mit großen, runden Blättern und Beeren und Sorten mit weißen Mustern und zarter Blattrandbedornung. Oder Ilex mit rundem Laub und cremefarbenem Rand. Stechpalmen können wie Buchsbaum aussehen, sind aber viel robuster. Auch die Beeren variieren in der Farbe. Wer Früchte möchte, braucht eine männliche Befruchterpflanze, wie die Sorte Dragonskin, eine neue Züchtung von Ingo Stürenberg. Mit blau-rot schimmerndem Laub und sogar im Winter mit vielen roten Knospen. Das ist eine männliche Sorte, die von oben bis unten übersät ist mit Pollen. Die Sorte ist also in der Lage, zweimal im Jahr zu blühen und bildet damit natürlich eine ganz, ganz wertvolle Grundlage für die Nutzbienen in den Gärten. Das ist also eine Pflanze mit sehr, sehr großer Zukunft. Die übersteht also heißeste Sommer auch ohne einen zusätzlichen Tropfen Wasser, weil alleine das Blattwerk in der Lage ist, mindestens 40% der sonnenharten Sonneneinstrahlung zu reflektieren, wegzuspiegeln. Alle Ilex-Sorten können der Klimaveränderung gut standhalten. Und noch einen Vorteil gibt es, Ilex kann in Form geschnitten werden, nicht nur kugelig oder als Hecke. Immer beliebter werden aufwendig gezogene und kunstvoll geschnittene Bonsai-Formen.